بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, heute inshallah ta'ala werden wir Surat al-Kahf abschließen. Und zwar, wie angekündigt, mit der letzten Geschichte in dieser Sura, welche diese Sura behandelt, nämlich der Geschichte von Dhul-Qarnayn. Und ihr wisst ja, dass ich letzte Woche das verschoben hatte und dann hatten wir uns mit den letzten 10 Versen beschäftigt gehabt, weil ich gesagt hatte, dass ich mehr Vorbereitung benötige. Und ja, ich brauchte wirklich etwas mehr Vorbereitung als sonst, weil es ehrlich gesagt keine Geschichte im Koran gibt, die so viele Fragen aufwirft und die auch so mysteriös ist, wie die Geschichte von Dhul-Qarnayn. Es ist eine Geschichte, über die sehr viel spekuliert wird. Eine Geschichte, welche, wie wir wissen, die Juden den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hatten, und zwar über die Quraysh. Als die Quraysh, ihr könnt euch erinnern, über den Offenbarungsanlass der Sura, dass die Quraysh sagten, lasst uns die Juden fragen, was wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam für Fragen stellen können, damit wir beweisen, dass er ein Lügner und Hochstapler ist. Woraufhin dann die Juden ihnen sagten, die Juden in Medina, stell ihm 3 Fragen. Wenn er sie beantworten kann, ist er ein Prophet. Wenn er sie nicht beantworten kann, ist er kein Prophet und ein Lügner. Was waren diese 3 Fragen gewesen? Könnt euch sicherlich erinnern. Die erste Frage war, oder jetzt die Reihenfolge ist jetzt nicht wichtig, was war eine Frage gewesen? Über die Seele. Und hier kam die Antwort in Surat al-Isra. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Und sie befragen dich über die Seele. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Sprich, die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Und ihr habt vom Wissen nur wenig erhalten. Die zweite Frage über die Jugendlichen, welche in der Vergangenheit, also in seiner Vergangenheit, sallallahu alaihi wasallam, in eine Höhle gegangen sind und dort mehrere Jahrhunderte schliefen. Und die dritte Frage über einen Mann, Tawaf, der auf der Erde umher marschiert ist, im Westen und im Osten, und der große Teile der Erde beherrscht hat. Wir wissen, die Antwort kam nicht direkt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam vergessen hatte, Insha'Allah zu sagen. Aber sie kam später. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat eine ausführliche Antwort gegeben. Und er beginnt diese Antwort mit der Frage. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Und sie befragen dich nach Dhul-Qarnayn. Wer befragt? Die Quraysh und die Juden zusammen. Und sie befragen dich über wen? An denjenigen oder den Inhaber und Besitzer der 2 Hörner. An den Inhaber und Besitzer der 2 Hörner. Diese Einleitung der Geschichte ist unglaublich wichtig. Warum? Weil sie uns nämlich aufzeigt, meine lieben Geschwister im Islam, dass dieser Mann jemand gewesen sein muss, der den Juden bekannt war. Es muss eine große Persönlichkeit gewesen sein, die in irgendeiner Weise etwas mit der Geschichte der Juden zu tun haben musste. Und es ist wahrscheinlich so,
dass diese Person höchstwahrscheinlich eine herausragende Stellung für die Juden hatte und eine wichtige Bedeutung in ihrer Geschichte hatte, aber von dem nicht so viel überliefert wurde. Aber trotz alledem, der den Juden sehr bekannt gewesen war. Weil wäre er bekannt gewesen, und zwar für alle bekannt gewesen, dann hätten die Juden nicht diese Frage gestellt. Weil sie haben ja gesagt, wenn er eine Antwort geben kann, dann ist er ein Prophet. Wenn er allgemein bekannt gewesen wäre, wäre das keine schwere Frage gewesen. Wenn er ihnen nicht bekannt gewesen wäre, hätte der Prophet das irgendetwas erzählen können. Also muss es eine Persönlichkeit gewesen sein, welche den Juden durchaus bekannt gewesen war, aber über die man kaum Einzelheiten kannte. Und die den meisten Nicht-Juden wahrscheinlich und gerade auch vielleicht den Arabern nicht bekannt gewesen war. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir werden uns heute auch mit der Frage beschäftigen, wer ist eigentlich dieser Dhulqarnayn? Und da gibt es so viele Studien darüber, wer Dhulqarnayn sein könnte und so viele auseinandergehende Meinungen und so viele Namen, welche erwähnt werden, dass wir uns heute auch insha'Allah ein wenig damit beschäftigen müssen. Und dann antwortet Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Sag, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Allah ta'ala, er sagt, minhu, über ihn und auch ein Teil von seiner Geschichte, nicht die ganze Geschichte. Ich werde euch das erzählen, was für euch Muslime wichtig ist, dass ihr eine Lehre daraus ziehen könnt. Weil wir auch immer wieder gesagt haben, bei den Geschichten des Korans geht es weniger um die historische Frage an sich, auch wenn das, was der Koran erwähnt, historisch ist. Es ist nicht nur ein Gleichnis. Und ihr könnt euch erinnern, als wir über den Mann mit den zwei Gärten gesprochen haben, haben wir, es ist ein Gleichnis. Warum? Weil es völlig egal ist, wann diese Geschichte stattgefunden hat, weil sie immer wieder stattfinden kann. Während er bei den sieben Schläfern oder bei den Jugendlichen, die in der Höhle waren, und bei Dhulqarnayn und bei Musa und Al-Khidr wirklich über eine Geschichte spricht. Das ist unglaublich wichtig. Aber gleichzeitig möchte Allah Ta'ala uns aufzeigen, viel wichtiger sind die Lehren, die ihr daraus zieht für euch ganz persönlich. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ. Und sie fragen dich nach dem Dhulqarnayn. Sag, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Also ich werde ein paar Aspekte hervorheben, aber bei weitem nicht alles erzählen, weil der Koran nicht ein Geschichtsbuch ist. Der Koran ist ein Buch der Rechtleitung. Aber trotzdem ist es wichtig zu gucken, gab es denn solch eine Persönlichkeit oder gab es sie nicht? Weil es gibt viele, gerade auch Leute, die versuchen, Zweifel bei Muslimen hervorzurufen, die sagen, ja, diese Geschichte ist frei erfunden. Oder Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der hat sich auf einen Autor gestützt, einen ägyptischen Autor, der ein Buch verfasst hat, wo er genau diese Aspekte erwähnt, die auch in dieser Geschichte erwähnt werden, und hat einfach abgeschrieben, obwohl das alles frei erfunden war. So etwas wird behauptet. Und demnach ist es für mich als Muslim trotzdem wichtig zu wissen, könnte es sein, dass es eine Figur in der Geschichte gab, auf die genau diese Dinge zutreffen, welche Allah Ta'ala in dieser Sura erwähnt hat? Sicherlich gab es eine Person. Die Frage ist nun die, welche Person das gewesen ist. Was heißt denn Dhulqarnayn? Dhulqarnayn, wie wir gesagt haben, bedeutet, Dhu ist der Inhaber. Al-Qarnayn, Hörner von Qarn. Müssen damit unbedingt Hörner gemeint sein? Es kann auch sein, dass damit Zöpfe gemeint sind. Der mit den beiden Zöpfen. Das wird auch in der arabischen Sprache so verwendet, weil ein Zopf auch wie ein Horn aussehen kann. Es kann auch sein, dass damit etwas symbolisch dargestellt wird. Nämlich, dass dieser Herrscher über zwei Völker herrschte. Und wir werden gleich noch darauf näher eingehen, inshallah. Gleichzeitig könnte aber auch sein, dass damit gemeint ist, dass er solch eine Macht hatte,
dass seine Macht 2 Jahrhunderte anhielt von Korn. Also Jahrhundert. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man dieses Wort Dhul-Qarnayn dann auch erläutert. Also es ist ein Beiname oder wird damit beschrieben sozusagen, was er für eine Macht hatte und wie lange seine Macht anhielt. Darüber gibt es Spekulationen. Und wir werden heute auch zu keinem Ergebnis kommen. Wir werden uns nur einige Namen anschauen, inshallah ta'ala, welche am ehesten in Frage kommen in Bezug auf diese Persönlichkeit. Wer wird denn alles erwähnt von den Gelehrten? Manche Gelehrte sagen, dass es sich hierbei um einen jemenitischen Herrscher handelte, von den Tubba'. Tubba' sind Herrscher gewesen im Jemen und sie sagen, es könnte sein, dass es sich hierbei um einen der sogenannten Tababi'a handelt. Also der Könige aus diesem himyaritischen Reich, der sehr weit gekommen ist. Aber viele Gelehrte gehen eher davon aus, dass das nicht richtig ist. Warum? Weil das, worauf man sich stützt, hierbei sind Gedichte. Und diese Gedichte sind wahrscheinlich gefälscht. Und sind aus einer viel späteren Zeit. Und nicht aus der vorislamischen Zeit. Und demnach ist davon auszugehen, dass diese Meinung historisch gesehen eher schwach ist. Es gibt einige, die sagen, es könnte Gilgamesch gewesen sein. Gilgamesch ist ein sumerischer Herrscher, der vor über 5000 Jahren gelebt hat. Nur das Problem ist, Gilgamesch, über den wissen wir so gut wie gar nichts. Also weder die Juden wissen was über ihn, noch jemand anderes. Also hätte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Grunde genommen irgendetwas erzählen können, ja, die Juden hätten das weder verifizieren können, noch falsifizieren können, weil sie es selbst nicht wissen, weil es kaum in irgendeiner Weise Überlieferung gibt von Gilgamesch. Und dementsprechend ist eher davon auszugehen, dass es sich hierbei ebenfalls nicht um Gilgamesch handelt. Manche gehen sogar davon aus, dass es sich um einen ägyptischen Pharao handelt mit dem Namen Echnaton oder Echnaton. Ja, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Ja, es gibt da einen saudischen Gelehrten, der hat ein Buch geschrieben und er hat dann sozusagen, ist dann davon ausgegangen, dass Echnaton das gewesen war. Nur das Problem ist, Echnaton hatte relativ wenige Anhänger gehabt. Er hatte relativ wenige Anhänger gehabt und dementsprechend kann nicht die Beschreibung, die wir im Koran finden, auf ihn zutreffen. Jetzt kommen 3 Persönlichkeiten, welche schon eher in Frage kommen könnten. Die erste, und das ist eine Persönlichkeit, die häufig erwähnt wird, ist Alexander der Große. Alexander von Makedonien. Und es gibt einige Hinweise, die zeigen, er könnte es eventuell gewesen sein, weil er wirklich ein großer Eroberer gewesen war. Der große Teile der damaligen Welt auch mit seiner Armee erobert hatte. Nur gibt es allgemein ein Problem, ein grundsätzliches Problem bei Alexander dem Großen. Und zwar welches, dass er, wie es auch überliefert wird, moralisch gesehen, er ja alles andere als ein Vorbild gewesen war. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Film mitbekommen habt, Alexander. Es gab ja auch einen Film, wo dann auch gesagt wurde, er war homosexuell gewesen, hatte Beziehungen zu seinem Freund gehabt, war auch sehr brutal gewesen und so weiter und so fort. Also es gibt vieles, was er dagegen spricht, dass Alexander der Große gewesen sein könnte. Und es wird auch nicht in irgendeiner Weise überliefert, dass er wirklich an einen Gott geglaubt hat. Es war zwar Aristoteles gewesen, dieser große Philosoph, der sein Lehrer gewesen war, aber er hat immer wieder auch Göttern gehuldigt. Und dementsprechend gibt es viele, welche aufgrund dieser Tatsache, dass er eben moralisch kein Vorbild gewesen war und diese Person, die im Koran beschrieben wird, muss ein moralisches Vorbild gewesen sein, dass sie sagen, Alexander der Große ist eher fragwürdig. Aber, wie gesagt, er wird häufig erwähnt und es gibt auch einige, welche diese Meinung verteidigen. Jetzt gibt es 2 Persönlichkeiten, bei denen man wirklich, also schon am ehesten davon ausgehen kann, dass sie eventuell auch wirklich Dhul-Qarnayn sind. Die erste ist Kyros der Zweite. Habt ihr schon mal diesen Namen gehört? Kyros der Zweite. Kyros II. Ist im Grunde genommen der Begründer des damaligen Persischen Reiches. Und es wird auch von ihm überliefert,
Und wir gehen jetzt nicht ins Detail, ja, weil das würde jetzt zu weit führen. Wir wollen heute auch keinen, sage ich, Geschichtsunterricht haben. Es wird von ihm, also er hat circa 550 vor Christus gelebt und er hat es geschafft, ein Reich zu gründen, indem er zwei Reiche miteinander vereint hat. Und zwar einmal das Reich der Meder und das Reich der Perser. Und deswegen geht man davon aus, dass er Dhul-Qarnayn war, weil er es geschafft hat, zwei Reiche miteinander zu verbinden. Was aber noch viel stärker wiegt, ist die Tatsache, dass Kyros auch in der Bibel erwähnt wird. Kyros der Zweite wird in der Bibel erwähnt. Und zwar positiv. Warum? Weil er nämlich der Retter der Juden war. Er hat sie aus der babylonischen Gefangenschaft gerettet. Und er hat ihnen Religionsfreiheit gegeben. Und demnach wird im Buch Daniel über ihn gesprochen und er wird namentlich erwähnt. Und es gibt ein Relief, das heißt einen sozusagen großen, also was gefunden wurde im vorletzten Jahrhundert, also in Mitte des 19. Jahrhunderts, wo Kyros abgebildet wird mit zwei Hörnern. Wo er abgebildet wird mit zwei Hörnern. Das könnt ihr auch im Internet euch mal angucken, könnt ihr mal gleich eingeben, wenn ihr gerade sitzt. Ich habe jetzt leider keine PowerPoint-Präsentation. Gibt Kyros, K-Y-R-O, der Zweite. Da werdet ihr schon auf Wikipedia sehen, ja, dieses Relief, wo er mit zwei Hörnern abgebildet wird. Also es gibt einiges, was darauf hindeutet, dass Kyros eventuell diese Persönlichkeit gewesen sein könnte, von der der Koran spricht. Und es wird auch überliefert, dass er sehr gerecht gewesen sein soll. Und dass er für Religionsfreiheit gesorgt haben soll. Es spricht lediglich gegen ihn, dass es eine Art Inschrift gibt, und zwar in Keilschrift, auf der, also es ist ein, das nennt man den Kyros-Zylinder, der wurde gefunden, wo er unter anderem positiv von den Göttern der Babylonern spricht, von Merduk. Ja? Und deswegen lassen das einige Zweifel sagen, wie kann das sein, ja, dass der Koran hier von einer Person spricht, die Gott sehr nahe steht, aber gleichzeitig soll sie den anderen Gottheiten dann auch gehuldigt haben. Es ist eine Frage, ob das wirklich historisch so ist. Es kann ja natürlich auch sein, dass vielleicht dann das später geschrieben wurde und er das gar nicht so wollte, was ja häufig da auch über Herrscher ist. Wir wissen es nicht genau. Aber interessant ist halt, dass er wirklich mit zwei Hörnern dargestellt wird, dass er positiv bewertet wird, auch von den Juden, dass er in der Bibel erwähnt wird, und zwar im Buch Daniel. Ja, und einer der Gelehrten, die davon sozusagen überzeugt sind, dass es sich um Dhul-Qarnayn handelt, ist Abul-Kalam Azad. Abul-Kalam Azad ist ein indischer Gelehrter, ein sehr, sehr kluger Gelehrter aus dem letzten Jahrhundert, der diese Meinung verfochten hat, dass Dhul-Qarnayn Kyros der Zweite gewesen war. Der eigentliche Begründer des großen persischen Reiches. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Meinung, die auch sehr, sehr interessant ist. Und noch eine weitere Meinung. Und zwar handelt es sich hierbei ebenfalls um einen persischen Herrscher. Und zwar um Darius den Ersten, nicht den Dritten, den Ersten. Darius der Dritte ist der Widersacher von Alexander der Große gewesen. Er lebte aber davor. Darius der Erste. Er lebte oder er ist gestorben 486 vor Christus. Und Darius war ein sehr, sehr großer Herrscher gewesen. Und er hat wirklich weit, er hat das persische Reich, was Kyros der Zweite dann im Grunde genommen gegründet hat, hat er noch mehr ausgeweitet. Er hat sozusagen die Macht dieses Reiches dann nochmal stabilisiert. Und es wird auch von Reisen gesprochen, die er unternommen hat, wie wir gleich sehen werden, in den Westen und in den Osten und auch sozusagen wahrscheinlich dann Richtung Indien. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, inshallah. Und interessant ist, dass über Darius auch überliefert wird, dass er im Grunde genommen an einen Gott geglaubt hat. Ich lese euch mal was vor, was auf seinem Grab steht. Hört mal zu. Nach dem Willen des allweisen Herrn Ahura Mazda, das ist sozusagen das Wort für sozusagen Herr bei ihnen gewesen, er war Zoroastria gewesen, aber hat wahrscheinlich an einen Gott geglaubt, bin ich so geartet, dass ich das Recht liebe, das Unrecht hasse. Ich will nicht haben, dass der Schwache des Starken wegen Unrecht erleide. Aber ich will auch nicht haben, dass der Starke des Schwachen wegen Unrecht erleide. Was Recht ist, daran habe ich Gefallen. Einem Lügenknecht bin ich nicht Freund. Ich bin nicht jähzornig.
auch wenn es mir kocht, bezwinge ich meinen Zorn. Ich beherrsche meinen eigenen Sinn fest. Wer sich einsetzt, dem lohne ich es nach Verdienst. Wir werden gleich sehen, dass das genau im Koran steht. Wer Schaden stiftet, den bestrafe ich nach dem Schaden, den er angerichtet hat. Ich will nicht haben, dass ein Mann Schaden stiftet und noch weniger, dass er, so er Schaden stiftet, nicht bestraft würde, was ein Mann gegen einen anderen vorbringt. Das ist mir nicht eher glaubhaft, bis ich mir die Aussage beider angehört habe. Also Gerechtigkeit. Dann, wer sich einsetzt, dem lohne ich es nach Verdienst. Wer Schaden stiftet, den bestrafe ich nach dem Schaden, den er angerichtet hat. Ich will nicht haben, dass ein Mann Schaden stiftet und noch weniger, dass er, so er Schaden stiftet, nicht bestraft würde. Was ein Mann nach besten Kräften leistet oder beschafft, darüber freue ich mich. Daran habe ich sehr gefallen und damit bin ich wohl zufrieden. Sehr interessante Worte. Wer mehr darüber wissen möchte, und wir machen jetzt weiter mit der Geschichte in Scha'abah Ta'ala, der sollte sich, es gibt einen sehr, sehr guten Aufsatz ja, zu diesem Thema, der sollte sich auf der Seite das Lichtwort.de, Lichtwort.de, da ist ein Aufsatz über Dhul-Qarnayn, ja, super wissenschaftlich geschrieben, ja, also ich bin sehr überrascht über die Artikel, die auf dieser Homepage sind, so eine Art Blog, ja. Und da geht er sehr, sehr ausführlich auch auf diese unterschiedlichen Meinungen ein. Es gibt noch andere Meinungen, die er nicht aufgelistet hat, aber das sind so die wichtigsten Meinungen, die überliefert werden. Es gibt auch zum Beispiel auch Tahir ibn Ashur in seinem Tafsir, er sagt, es handelte sich um einen chinesischen Herrscher. Und er geht davon aus, dass die chinesische Mauer dieser Set ist, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden, inshallah ta'ala, den Dhul-Qarnayn errichtet hat. Also diese Meinung erwähnt er überhaupt nicht. Ja, aber das sind schon sehr, sehr interessante Hinweise, ja, wer eventuell Dhul-Qarnayn gewesen sein könnte. Ich sage könnte. 100% wissen wir es nicht. Aber es zeigt, dass der Koran sehr historisch ist. Und dass all diese Dinge, ja, die in der Sura erwähnt werden, auch auf bestimmte Herrscher zutreffen. Am Ende weiß es Allah subhanahu wa ta'ala am besten. Das war jetzt der historische Part. Wir wollen jetzt inshallah ta'ala gucken, was uns Allah über diesen Mann erzählt, über diesen Herrscher. Wir werden sehen, dass der Koran uns mehr als einfach nur eine Geschichte erzählt. Der Koran zeigt uns auf, worauf die Herrschaft im Islam basiert. Wie eigentlich ein idealer Herrscher handeln sollte. Und da werden wir sehen, dass es drei grundlegende Aspekte gibt für einen Herrscher. Und zwar Nummer eins, das Unrecht bekämpfen. Nummer zwei, eine Botschaft verbreiten ohne Zwang. Und Nummer drei, unterdrückten Völkern helfen. Das sind die drei Dinge, die Allah Ta'ala uns mitteilt. Erstens, Unrecht bekämpfen. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Zweitens, eine Botschaft verbreiten, ohne jedoch sie den Menschen aufzuzwingen. Drittens, sich für unterdrückte Völker einzusetzen. Lasst uns einfach mal die Geschichte, wie der Koran sie berichtet, jetzt näher anschauen. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt also, sie befragen dich über Dhul-Qarnayn, sprich, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen oder ich werde euch von ihm etwas erzählen. Und jetzt erzählt Allah ta'ala. Und er zeigt ihm auf, welche Stellung er ihm auf Erden gegeben hat. Inna makkanna lahu fil ard. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung. Allah Ta'ala ist es, der ihm diese feste Stellung gegeben hat. Yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Er gibt die Herrschaft, wem er möchte. Und er nimmt die Herrschaft, von wem er es möchte. Allah Ta'ala ist derjenige, der die Herrschaft gibt. Und Allah Ta'ala, er zeigt es noch einmal auf. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung. Und jetzt kommt der Zusatz. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Sabab. Was ist denn Sabab? Was ist denn ein Sabab? Hier wird es als Weg übersetzt. Was ist denn aber ein Sabab noch? Wie könnte ich denn Sabab noch übersetzen? Grund. Ein weiteres Wort. Sache, von jeder Sache etwas? Ja. Mittel.
Mittel, Wasile. Ein Sebeb ist eine Wasile, ist ein Mittel. Ein Weg ist ein Mittel, um von A nach B zu gelangen, oder? Und Allah Ta'ala, er sagt, und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Also wir haben ihm Fähigkeiten gegeben und Mittel gegeben, die ihm zur Verfügung standen. Es gibt viele Menschen, die bekommen Fähigkeiten von Allah. Sind sehr intelligent, haben ein Talent in irgendeinem Bereich. Nur das Problem ist, sie nutzen dieses Mittel nicht. Allah gibt es ihnen, aber sie nutzen es nicht. Allah gibt dir Vermögen, aber du nutzt es nicht. Du verprasselst es. Du machst nichts daraus. Allah gibt dir Gesundheit, aber du machst sie kaputt, eigenhändig. Du rauchst Zigaretten, du trinkst Alkohol, du nimmst Drogen, sitzt den ganzen Abend in einer Shisha-Bar, zerstörst deine Gesundheit selbst, die dir Allah Ta'ala gegeben hat. Allah, er hat dir Zeit gegeben, aber du faulenzt, du nutzt diese Zeit nicht. Allah Ta'ala, er hat dir Talent gegeben in der Mathematik. Du bist einfach mathematisch begabt, aber du nutzt dieses Talent nicht. Du studierst nicht etwas in diese Richtung und machst nicht aus deinem Talent. Jemand anderes hat dieses Talent nicht, aber er gibt sich Mühe und strengt sich an und erreicht etwas. Allah hat dir das Talent gegeben, du tust aber nichts in diesem Bereich. Allah Ta'ala, er hat dir ein gutes Gedächtnis gegeben, das du auswendig lernen kannst, aber du lernst den Koran nicht auswendig. Du nutzt dieses Talent nicht. Allah Ta'ala, er hat dir eine schöne Stimme gegeben, mit der du die Herzen erreichen kannst. Aber anstatt, dass du diese schöne Stimme nutzt, um den Koran in schöner Weise zu rezitieren oder eine Nasheed zu rezitieren, nutzt du diese schöne Stimme für irgendwelche schlechten Dinge. Aber was sagt Allah Ta'ala über den Qurnayn? Er sagt, وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Wir haben ihm von allem ein Mittel gegeben. So viele Wege aufgezeigt. Und was ist? Er hat sie genutzt. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Hierauf verfolgte er einen Weg. Guck mal, subhanallah. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Er nutzte die Mittel, die ihm zur Verfügung standen. Und zwar benutzt Allah hier das, den Partikel Fa, Harf al-Fa. Worauf deutet Harf al-Fa hin? In Arabisch, worauf deutet das hin? Sura, schnelle Abfolge. Guck mal, ich gebe euch ein Beispiel. Ich sage, Kharaja al-Rajulu fawaqa. Was heißt das? Wie würde ich das übersetzen? Kharaja al-Rajulu min al-Bayti fawaqa. Wie übersetze ich das im Arabischen? Der Mann ging aus dem Haus hinaus und fiel sofort, direkt. Wahrscheinlich war irgendwie, ist er gerutscht oder direkt vor dem Haus war ein Loch gewesen und eine Grube ist hineingefallen. Wenn ich sagen würde, kharaja ar-rajulu thumma waqa'a, dann heißt es, irgendwann mal später. Genau. Thumma, irgendwann mal später. Ist auch sozusagen ta'qib, ist später, aber es ist was? Ja? Später. Fa ist direkt danach. Barakallahu fik. Mit anderen Worten, Allah hat ihm Mittel zur Verfügung gestellt und er hat direkt eines gewählt. Er hat gesagt, ich gehe jetzt diesen Weg. Ich muss mich manchmal entscheiden, welchen Weg ich gehe. Ich muss manchmal einfach eine Entscheidung treffen. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Wenn du entschlossen bist, dann vertraue auf Allah, geh diesen Weg. Und wenn du merkst, der Weg, der führt in einer Sackgasse, dann geh einen anderen Weg. Aber du musst einen Weg gehen, dass du nichts tust, das geht nicht. Mach etwas aus deinem Leben, nutze die Chance, die dir Allah subhanahu wa ta'ala zur Verfügung gestellt hat. Und sag nicht, ich habe nicht die Chance, du hast die Chance. Du hast Mittel. Wallah, manchmal, kennt ihr alle diese Videos, ja? Sehen wir ja alle auf YouTube. Leute ohne Arme, ohne Beine.
Und subhanallah, du wunderst dich, die nutzen ihren Körper und sind trotzdem selbstständig. Ohne Arm, ohne Bein und ist selbstständig. Und du hast zwei Arme, zwei Beine und du bist nicht selbstständig. Stell dir das mal vor. Jemand, der keine Greifmittel hat, nutzt seinen Körper, um greifen zu können und um selbstständig sein zu können, um auf eigenen Beinen, obwohl er gar keine Beine hat, stehen zu können. Und Allah Ta'ala, er hat dir Beine gegeben und Arme gegeben und du nutzt sie nicht. Du bist selbst schuld. فَأَتْبَعَ سَبَبَ Er nutzte einen Weg, der ihm gegeben wurde und hat daraus etwas gemacht. Und jetzt zeigt uns Allah Ta'ala auf, wie dieser erste Weg aussah, den er gegangen war. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ Bis als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte. Was ist damit gemeint? Den Ort des Sonnenuntergangs. Der Westen. Absolut richtig. Er ist Richtung Westen marschiert. Wie weit Richtung Westen? Allahu a'lam. Wahrscheinlich, bis er irgendwann einmal an ein Meer gelangte, wo es für ihn erst einmal nicht weiterging. Das war sein Mittel gewesen. Er konnte nicht weiter. Allah hat ihm ein Mittel gegeben bis dorthin. Er hatte wahrscheinlich keine Flotte gehabt. Er hatte keine Seemacht gehabt. Das war sein Mittel. Aber er hat sein Mittel voll ausgenutzt und ausgeschöpft. Und das ist das Wichtige. Allah Ta'ala, er wird dich nicht nach dem Ergebnis befragen, sondern Allah, er wird dich danach befragen, hast du dein Mittel so gut ausgenutzt und ausgeschöpft, wie du konntest? Das ist das, worauf es ankommt. Es wird immer jemanden geben, der vielleicht besser ist als du. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, hast du das Beste aus dem gemacht, was dir gegeben wurde? Und wenn ich so an die Sache herangehe, was ist dann? Werde ich erstens kein Neid entwickeln. Weil ich weiß, Allah Ta'ala hat jedem Menschen unterschiedliche Talente gegeben und Mittel zur Verfügung gestellt. Für mich ist aber eines wichtig, habe ich aus dem, was mir gegeben wurde, das Beste gemacht. Und ich glaube, da kann jeder von uns noch einiges erreichen. Jeder von uns. Man muss nur wollen. Man muss nur tun. Man muss nur handeln. Das heißt, er ist bis zu einem sehr, sehr weit westlichen Ort gelangt. Wir wissen nicht genau wo. Das ist jetzt reine Spekulation, weil das ist abhängig davon, welche dieser Persönlichkeiten, die wir heute genannt haben, das überhaupt gewesen war. Wenn es ein chinesischer Herrscher war, dann ist der Westen ganz woanders. Wenn es ein persischer Herrscher gewesen war, dann ist der Westen wieder woanders. Wenn es Alexander der Große gewesen war, ist der Westen wieder woanders. Also wir wissen es nicht genau. Es ist aber auch nicht wichtig. Wichtig ist, es muss sich um jemanden gehandelt haben, der bis zum Westen gelangt ist. Und zwar bis zu einem Ort, den Allah Ta'ala Ainin Hami'ah nennt. Dass er in einer schlammigen Quelle unterging. Die Sonne ging unter in einer schlammigen Quelle. Was erfahren wir? Es ist irgendwie eine Quelle Wasser, wo viel Schlamm ist. Und in einer anderen Qira'a, fi Ainin Hami'ah. In einer heißen Quelle. Allahu a'lam, wo das genau ist. Manche sagen, es war die Ägäis gewesen. Ja, da gibt es verschiedene Spekulationen. Das soll uns nicht weiter beschäftigen jetzt. Wir haben schon genügend über diesen historischen Pfad gesprochen. Wichtig ist, was haben die Gelehrten daraus entnommen? Und hier gibt es etwas sehr, sehr Interessantes. Und ich war mir, bis ich heute das vorbereitet habe, diesbezüglich gar nicht bewusst gewesen. Ich dachte, es wären einzelne Gelehrte, aber ich war überrascht gewesen, dass es hierüber einen Konsens unter den muslimischen Gelehrten gibt. Wir wissen nämlich über was? Ein Konsens darüber, dass die Erde eine Kugel ist. Ein Konsens darüber, dass die Erde eine Kugel ist, dass die Erde rund ist und nicht flach ist. Guck mal, was Imam Ar-Razi gesagt hat. Ich lese auf Arabisch vor. Qala Ar-Razi, in Bezug auf diesen Vers. Guck mal, wie die Gelehrten herangegangen sind. إنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة. Es ist sozusagen, es gibt Beweise dafür, ja? Ja, es ist festgestellt worden durch Beweise, empirische Beweise, ja, dass die Erde eine Kugel ist. وأن السماء محيطة بها. Und dass der Himmel sie umgibt. ولا شك أن الشمس في الفلك. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass sich die Sonne im Weltall befindet.
وأيضا قال تعالى ووجد عندها قوما ها und Allah sagt und das ist dann das was dann weitergeht und er fand bei ihr ein Volk ja ومعلوم أن جلوس قوم في قرب الشمس غير موجود يا وأيضا الشمس أكبر من الأرض بمرات كثيرة الله أكبر يا also und es ist bekannt ja dass man nicht bei der Sonne sitzen kann geht gar nicht es ist sozusagen immer nur der Horizont wo es verschwindet ja und außerdem ist bekannt dass die Erde viel größer um ein Vielfaches größer die Sonne um ein Vielfaches größer als die Erde ist. فَكَيْفَ يُعْقَلُ دُخُولُهَا فِي عَيْنِ مِنْ عُيُونِ الْأَرْضِ Wie soll das dann bitte schon funktionieren, dass die Erde ja, in einer Quelle verschwindet, die Sonne in einer Quelle verschwindet. Also muss damit was gemeint sein? Der Horizont. Dass sie hinter dem Horizont verschwindet. إِذَا ثَبَتَ هَذَا Wenn das also feststeht. فَنَقُولُ تأويل قوله تعالى die Deutung der Worte Allahs تغرب في عين حمئة ja dass sie in einer schlammigen Quelle unterging أن ذو القرنين لما بلغ موضعها في المغرب ja dass ذو القرنين als er sozusagen dann seinen Ort im Westen erlangt hat ولم يبقى بعده شيء من العمارات und danach sozusagen keine weiteren ja Gebäude mehr sind وجد الشمس كأنها تغرب في عين مظلمة sah er die Sonne, wie sie sozusagen in einer finsteren Quelle verschwindet. وإن لم تكن كذلك في الحقيقة selbst wenn dies in Wirklichkeit gar nicht so ist. كما أن راكب البحر genauso wie jemand, der auf einem Schiff ist, يرى الشمس كأنها تغيب في البحر. Er sieht die Sonne, wie sie plötzlich im Meer verschwindet. وإل إذا لم يرى الشط wenn er nicht den Strand sieht وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر obwohl sie in Wirklichkeit hinter dem Meer verschwindet وهذا هو التأويل und das ist die Deutung الذي ذكره den أبو علي الجبائي في تفسيره den أبو علي الجبائي der bekannte معتزليتische Gelehrte in seinem Tafsir erwähnt hat wir reden hier von Gelehrten die Jahrhunderte vor Kopernikus und Galileo gelebt haben. Aber wann hat Galileo gelebt? Also Kopernikus irgendwas mit Anfang 16. Jahrhundert und Galileo ein bisschen später. Ich weiß nicht, ich habe nicht genau das Datum im Kopf, aber auch ungefähr 16. Jahrhundert. Das sind muslimische Gelehrte und ich habe heute eine Fatwa von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah gelesen. Er hat gesagt, es gibt ein Ijma', ein Konsens darüber, dass die Erde rund ist. Unter muslimischen Gelehrten. Ein Konsens. Und da sagt jemand, Religion ist ein Widerspruch zur Wissenschaft. Subhanallah. هذا خلق الله. Das ist die Schöpfung Allahs. ألا يعلم من خلق? Weiß er nicht, was er erschaffen hat? Er hat es doch erschaffen, Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und dementsprechend, wenn wir sagen, Religion widerspricht der Wissenschaft, damit ist nicht der Islam gemeint. Alhamdulillah, der Islam hatte noch nie ein Problem mit Wissenschaft gehabt. Noch nie ein Problem mit Wissenschaft gehabt. Ja, also wenn euch jemand fragt, wie ist das eigentlich im Islam mit der Erde, es gibt ja heute, habt ihr auch, es gibt da ein paar Videos, die im Internet herumschwirren, ja, wo es auch gesagt wird, dass irgendwie, ja, keine Ahnung, die Erde nicht rund sei. Es gibt ein Ijma, kannst du sagen, es gibt ein Ijma diesbezüglich. Die Gelehrten haben gesagt, es ist ein Ijma, ein Konsens, ja, dass die Erde rund ist. Also, er gelangte bis zu einem Ort im Westen, im äußersten Westen, und jetzt findet er dort ein Volk. Und fand bei ihr ein Volk. Er stieß auf ein Volk. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, Ya dhal qulna, ya dhal qarnayn. Wir sagten, O dhal qarnayn, imma an tu'adhib. Entweder strafst du sie, peinigst du sie. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Oder du behandelst sie mit Güte. Allah Ta'ala stellte ihm vor die Wahl. Es war wahrscheinlich ein Volk gewesen, was Unrecht tat. Und Unheil auf Erden stiftet. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er stellte ihm vor die Wahl. Entweder kannst du sie bestrafen und peinigen. Oder du lässt von ihnen ab. Jetzt hört euch die Antwort von Dhulqarnayn an. Fast genauso wie wir bei Darius finden. Auf seinem Grabstein. Fast genauso. Und zwar sagt jetzt Dhulqarnayn, قال أما من ظلم. Er sagte, was nun jemanden angeht, der Unrecht tut.
فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. So werden wir ihn strafen. Hierauf wird er zu seinem Herrn zurückgebracht und er straft ihn dann mit entsetzlicher Strafe. Das deutet darauf hin, dass Zulqarnain jemand gewesen sein muss, der an Gott glaubte und der an den jüngsten Tag glaubte. Oder sonst hätte er so etwas nicht gesagt. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Was aber jemanden angeht, der glaubt und rechtschaffen handelt, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. Für den wird es als Lohn das Beste geben. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Und wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was Erleichterung bringt. Ich lese nochmal vor, was Darius sagte. Und zwar, wer sich einsetzt, dem lohne ich es als Verdienst, nach Verdienst. Wer Schaden stiftet, dem bestrafe ich nach dem Schaden. Fast eins zu eins. Fast eins zu eins das, was in der Sura steht. Ich will nicht haben, dass ein Mann Schaden stiftet und noch weniger, dass er, so er Schaden stiftet, nicht bestraft würde. Was ein Mann nach besten Kräften leistet, oder beschafft, darüber freue ich mich, daran habe ich sehr gefallen und damit bin ich wohl zufrieden. Fast eins zu eins das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Wer ist das gewesen? Darius, der Erste, 486 vor Christus, gestorben. Subhanallah. Also man kann schon fast sagen, es ist beinahe eine Übereinstimmung. Jetzt, ja, können wir daraus entnehmen, dass Zulqarnain jemand gewesen sein muss, der einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatte. Ausgeprägt. Er hat sich gegen das Unrecht gestellt. Wer Unrecht tut, der muss bestraft werden. Wir können nicht einfach zulassen, dass Unrecht geschieht und dass die Ungerechten und die Unheilstifter ungestraft davonkommen. So sollte das eigentlich auch sein. Gerechtigkeit. Aber wer gut handelt, wer fromm ist, wer rechtschaffen ist, warum sollten wir ihn dann bestrafen? Den lassen wir. Das ist die absolute Gerechtigkeit. Also er hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, das ganze Volk zu bestrafen, aber er tat es nicht. Sondern er bestrafte nur jene, welche auch Unrecht gestiftet haben. Und jetzt vielleicht noch ein anderer wichtiger Punkt, ja, dass er natürlich auch großen Wert darauf legte, dass Religiosität im Allgemeinen und Glauben gefördert wird. Und deswegen sagte er, وَأَمَّا مَنْ آمَنَ, was aber jemanden angeht, der glaubt. Und rechtschaffen handelt. Also er hat ein tiefes Verständnis von Iman. Weil was heißt Iman? Allah sagt immer wieder, innal ladhina amanu wa amilus salihah. Diejenigen, die glauben und rechtschaffen handeln. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara wal sabi'in man amana billahi wal yawmil akhir wa amilus salihah. Diejenigen, die glauben und die Juden und die Christen und die Sabäer. Wer an Allah glaubt und den jüngsten Tag und rechtschaffen handelt. Also er gibt eigentlich genau das wieder, was der Koran immer wieder an unterschiedlichsten Stellen dann auch von uns Muslimen verlangt. Das ist die erste Reise gewesen. Jetzt kommt die zweite Reise. Er hat eine Sache erledigt. Er war jetzt im Westen gewesen, aber er hat sich nicht gesagt, ich ruhe mich jetzt aus. Sondern ich schaue, welchen Weg ich noch gehen kann. Was sagt Allah Ta'ala im Koran zu unserem Propheten zu Hause? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Wenn du fertig bist, dann steh auf. Es geht weiter. Du hast eine Aufgabe erledigt. Beginn mit der nächsten Aufgabe. Arbeite so lange, solange du noch auf dieser Welt bist. Setz dir Ziele in deinem Leben, solange du noch kannst. Wenn der jüngste Tag beginnen sollte und du hast in deiner Hand einen Sprössling, versiele, was sollst du machen? Einpflanzen. Nicht sagen, es ist schon vorbei. Nein, pflanz ein. Allah hat dir noch eine Möglichkeit gegen Gutes zu tun. Der macht das. Es ist schon vorbei. Allah, wozu noch einpflanzen? Mach das, egal. Allah wird dich nicht für das Ergebnis belohnen, sondern er wird dich für deine Absicht belohnen und für dein Handeln. Zulqarnain, er befand sich also im äußersten Westen. Und nachdem er seine Aufgabe dort erledigt hatte und für Gerechtigkeit gesorgt hatte, beschritt er einen neuen Weg. Wahrscheinlich jetzt nach einiger Zeit, weil Allah Ta'ala, er benutzt jetzt den Partikel Thumma. Thumma atba'a sababa. Hierauf verfolgt er einen Weg. Also so, als würde er zurückgekehrt sein zu seiner Residenz, zu seinem Reich und dann unternahm er eine weitere Reise. Und jetzt zeigt uns Allah Ta'ala, dass die Reise genau in die andere Richtung ging, in die andere Himmelsrichtung.
nämlich in den Osten. Hatta idha balagha matla' ash-shams, bis als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte. Also bis er in den tiefsten Osten von seinem Reich aus gesehen gelangte. Wajadaha ay ash-shams tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Er fand, dass sie über einem Volk aufgeht, denen wir keine Deckung vor ihr gegeben hatten. Was heißt das? Was bedeutet das? Er gelangte in den Osten und dort war ein Volk, was keine Deckung vor der Sonne hatte. Wie würdet ihr das interpretieren? Also Menschen, die der Sonne ausgesetzt gewesen waren, die wahrscheinlich keine Häuser hatten, keine Zivilisation vielleicht auch. Menschen, die entweder in einer Wüste lebten oder vielleicht auch auf dem Wasser lebten, man weiß es nicht genau. Aber die Gelehrten gehen davon aus, dass es sich hierbei um eine, in Anführungsstrichen, unzivilisiertes Volk handelte, was entweder nackt war, wie es ja auch in einigen afrikanischen Völkern der Fall war, wahrscheinlich Richtung Indien, wo vielleicht einige noch Völker lebten, die noch keine Kleidung kannten, oder Menschen, die keine Behausung hatten, die vielleicht nur Jäger waren und keine richtige Behausung hatten. Der Koran sagt uns nicht genau, was damit gemeint ist, aber es muss in diese Richtung gehen. Es war wahrscheinlich also ein einfaches Volk. Ein Volk ohne Zivilisation. Interessant ist, dass der Koran jetzt überhaupt nicht sagt, was er gemacht hat. Es wird einfach nur gesagt, er war dort gewesen. Und dann sagt Allah Ta'ala, كَذَلِكْ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا. So war es. Und wir haben ihn ja, und wir haben ja umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft. Das war's über diese Reise in den Osten gewesen. Das ist merkwürdig. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso wird das einfach nur erwähnt? Ich könnte natürlich sagen, das ist die Antwort auf die Frage der Quraysh gewesen. Aber warum hat Allah das gerade erwähnt? Aus welchem Grund? Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe dazu ehrlich gesagt auch nichts gefunden. Das sind meine eigenen Gedanken, die ich mit euch teile. Ich hoffe, dass sie in die richtige Richtung gehen. Und zwar glaube ich, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns damit aufzeigen möchte, dass er zu diesem Volk gelangt, sie kennenlernt, vielleicht auch mit ihnen in Kontakt trat, vielleicht auch ihnen von seiner Botschaft erzählte. Aber, und das ist das Wichtige, er hat sie zu nichts gezwungen, er hat nichts gemacht. Er hat sie weder zwangszivilisiert, noch zwangskultiviert, noch hat er ihnen gesagt, ihr dürft nicht so leben, wie ihr lebt. Er hat sie einfach so leben lassen, wie sie gelebt haben. Also genau das Gegenteil, was wir von den Kreuzzügen kennen, oder genau das Gegenteil, was wir von der Eroberung und Südamerikas kennen, wo im Grunde genommen eine ganze Kultur ausgerottet wurde. Er hat die Menschen mit ihrer Lebensweise leben lassen, wie sie wollten. Und genau das ist auch der Anspruch der Muslime. Der Islam hat sich nicht mit Feuer und Schwert verbreitet, wie es immer wieder behauptet wird. Ja, Muslime haben erobert, gar keine Frage. Aber sie haben nie ein Volk gezwungen, seine Bräuche und seine Tradition zu verändern. Und die Geschichte ist der beste Beleg dafür. Dort, wo Muslime geherrscht haben, gibt es immer noch große Minderheiten von Nicht-Muslimen. Manchmal sogar Mehrheiten, wie in Indien beispielsweise. Aber dort, wo beispielsweise dann christliche Expansion gewesen ist, wie in Nord- und Südamerika als Beispiel, oder die Reconquista auf der iberischen Halbinsel, Al-Andalus, da sehen wir, dass nichts mehr von der ursprünglichen Kultur übrig geblieben ist. Das ist der Unterschied. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, was das bedeutet, dass ich Macht habe. Macht bedeutet nicht, dass ich anderen meine Kultur, meine Zivilisation, was ich für Zivilisation halte, aufzwinge. Ich verbreite eine Botschaft. Wenn die Menschen sie annehmen, Alhamdulillah.
Lehnen Sie diese Botschaft ab, ist das Ihre Sache. Sie werden am jüngsten Tag vor Allah stehen und dafür zur Rechenschaft gezogen. Das ist der Unterschied. Und ich bin mir sicher, hätten Muslime Nord- und Südamerika als erstes entdeckt, manche sagen, haben sie ja, ja? Aber hätten sie als erstes sich dort niedergelassen, bin ich mir sicher, hätten wir heute noch Indianer und all diese anderen Völker mit ihren Traditionen, mit ihren Religionen, ohne dass in irgendeiner Weise der Islam aufgezwungen worden wäre. Bin ich mir sehr sicher, genauso wie das in Indien war, überall. Also, eine ganz wichtige Angelegenheit, die wir auch für uns lernen, selbst wenn wir keine Herrscher sind. Ich als Muslim muss mich gegen das Unrecht stellen. Ich als Muslim verbreite die Botschaft, aber zwinge sie den Menschen nicht auf. Ich als Muslim verbreite den Islam als Glauben, aber nicht meine Kultur. Ich verbreite nicht meine marokkanische, meine türkische, meine ägyptische, meine indische Kultur. Ich verbreite eine Idee. Das ist der Unterschied. Ich zwinge nicht meine Kleidung den Menschen auf. Meine Sprache den Menschen auf. Das ist der Unterschied. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala sagt, so war es und wir haben hier umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft und was er dort gemacht hat. Also Allah erzählt uns nicht alles. Sagt er, kommt eine dritte Reise, ein dritter Weg, den er beschritt. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Hierauf verfolgte er einen Weg, einen weiteren Weg. حَتَّى إِذَا بَلَغُ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. Bis als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte. Welche beiden Berge sind damit gemeint? Allahu A'lam. Wir wissen es nicht. Manche sagen, es ist im Kaukasusgebirge. Wir wissen es aber nicht genau. Weil wir nicht wissen, wo Gog und Magog gelebt haben, wie wir gleich sehen werden. Wir wissen es nicht genau. Aber die meisten sagen, es muss wahrscheinlich irgendwo in Asien gewesen sein. Und wahrscheinlich eher so Mittelostasien, so in diese Richtung. Aber wo genau? Es gibt verschiedene Überlegungen. Und die Frage ist die, ob dieser Wall, von dem gesprochen wird, den dann Dhulqarnain, wie in den nächsten Versen beschrieben wird, dann errichtet hat für sie, ob der überhaupt noch besteht oder nicht. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sagte er, sagt jetzt Allah Ta'ala, bis als er an den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, er diesseits von ihnen ein Volk fand, das beinahe kein Wort verstand. Leute, die eine ganz andere Sprache hatten. Konnten sich kaum verständigen. Es gab kaum jemanden, der sich mit ihnen verständigen konnte. Wahrscheinlich irgendwie eine fremde Kultur. Leute, für die es keine Dolmetscher gab. Ja, sie konnten mit Händen und Füßen vielleicht sprechen miteinander. La yakaduna yafqahuna qawla. Und jetzt schaffen sie es aber trotz alledem irgendwie mit ihm zu reden. Das ist ja interessant. Erstmal sagt der Koran, sie verstehen fast gar nichts, aber trotzdem schaffen sie es, ihnen aufzuzeigen, was sie bedrückt. Qalu ya dhal qarnayn. Sie sagten, o dhal qarnayn. Inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi, fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda. So viel konnten sie sich doch verständigen. O dhul qarnayn, Ya'juj und Ma'juj stiften Unheil auf der Erde. Wer sind Ya'juj und Ma'juj? Gog und Magog. Zwei Völker, zwei Stämme, ein Stamm, der so bezeichnet wurde. Es gibt noch ganz andere Theorien, ganz verrückte Theorien. Ja? Kann man im Internet so ein bisschen recherchieren, was es da nicht alles für Theorien gibt. Allahu A'lam. Manche sagen, also beispielsweise in Tafsir al-Marari, ja, und auch wie heißt er, Ibn Ashur in seinem Tafsir al-Tahrir al-Tanwir gehen davon aus, ja, dass mit Gog und Magog die Mongolen gemeint sind. Dass die Mongolen damit gemeint sind. Allahu A'lam. Es könnte theoretisch sein, ja, dann wäre aber dieses Zeichen, dass Gog und Magog sozusagen die halbe Welt erobern werden, wäre dieses Zeichen schon eingetreten. Das ist ja eines der großen Zeichen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet hat. Das ist eine Spekulation, wir wissen es nicht genau. Eines Tages werden wir das sicherlich erfahren. Früher oder später, ob unsere Generation, ob kommende Generation.
Vielleicht wird es noch irgendwelche historischen Funde geben. Vielleicht wird sich bestätigen, dass es wirklich die Mongolen gewesen waren. Vielleicht ist es ein ganz anderes Volk. Manche sagen die Chinesen. Wallahu a'lam. Ja, wir wissen es nicht. Wir müssen einfach sagen, Wallahu a'lam. Wir können nur spekulieren. Und deswegen wollte ich das auch nicht weiter aus, wie gesagt, nicht weiter ausführen, weil es alles nur Spekulationen sind. Alles nur reine Spekulationen sind. Es sind aber in irgendeiner Weise zwei Stämme oder ein Stamm, der so bezeichnet wurde, gewesen. Die Unheil stifteten. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ard. Stiften Unheil auf der Erde. Fahal naj'alu laka kharaja. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen? Ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest. Also mit anderen Worten, dass du uns schützt. Sie sind immer über die Berge gekommen und haben Unheil gestiftet, Raubzüge vollzogen. Allahu a'lam, was noch alles getan? Kannst du das irgendwie verhindern? Hast du die Macht dazu? Hast du die Möglichkeit dazu? Woraufhin jetzt dieser gerechte Herrscher Dhulqarnain folgendes sagte. Ma makkanni fihi rabbi khayr. Er sagte, was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser als eure Gebühr. Ich brauche euer Geld nicht. Oh, was für ein selbstloser Herrscher, unglaublich. Fa'inuni bi quwwati aj'al bainakum wa bainahum radma. Doch helft mir mit eurer Arbeitskraft, damit ich zwischen euch und ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. Was muss das für ein Mann gewesen sein? Der nicht einmal eine Gegenleistung, er ist nicht gekommen, um auszubeuten. Im Gegenteil, er ist gekommen, um zu helfen. Und das ist die Einstellung der Muslime. Dass sie sich für das Gute einsetzen und für die unterdrückten Völker dieser Welt einsetzen. Das muss unser Selbstverständnis sein. Ohne dass wir sie unterjochen oder ausbeuten wollen. Oder das Mandat nennen, aber in Wirklichkeit das Kolonialismus ist. Ja, es wurde immer gesagt, britisches Mandat. Also wir schützen euch. Wir schützen euch. Aber in Wirklichkeit hat man sie ausgebeutet. Das war pure Ausbeutung gewesen. Das, was Dhulqarnain macht. Er hat erobert, aber es war keine Ausbeutung gewesen. Er hat wirklich geholfen. Und er war wirklich für die Menschen da gewesen. Und er hat sie wirklich beschützt. Und jetzt, ja, sagt er, Ma makkanni fihi rabbi khayr, was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser als eure Gebühr. Doch helft mir mit eurer Arbeit, ihr müsst mich unterstützen, damit ich zwischen euch und ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. Atuni zubar al-hadid. Jetzt wird der Koran sehr genau. Und er zeigt auf, ja, dass er sich wirklich auskannte, dass er Spezialisten und Fachkräfte hatten. Bringt mir die Eisenstücke. Hatta idha sawa bayna as-sarafayn qala anfukhu. Als er nun zwischen den beiden Berghängen gleich hoch aufgeschüttet hatte, sagte er, blast jetzt. Also lasst sozusagen das Eisen flüssig werden. Hatta idha ja'alahu nara. Als er es zum Glühen gebracht hatte, das Eisen, das Metall, qala atuni ufriqa alayhi qitra, sagte er, bringt mir, damit ich es darüber gieße, geschmolzenes Kupfer. Also Eisen und Kupfer. Ein Wall, ja, der sie wirklich schützen sollte für einige Jahrhunderte. فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ. So konnten sie ihn weder überwinden. وَمَسْطَاعُوا لَهُ نَقْبَ. Also Ma'juj und Ya'juj und Ma'juj. Noch konnten sie ihn durchbrechen. Also er war nicht nur ein brillanter Herrscher gewesen, sondern seine Macht basierte auch auf Fachwissen. Unser Problem heutzutage in der islamischen Welt ist, dass die meisten islamischen Länder leider nicht selbst produzieren. Woher nehmen wir Flugzeuge? All diese Dinge. Die meisten islamischen Länder, es gibt natürlich Ausnahmen, aber die meisten produzieren nicht selbst, selbst wenn es um Waffen geht. Ja? Ja, alles wird importiert, alles wird importiert. Allah Ta'ala zeigt uns auf, ja? Jemand, der wirklich etwas bewirken möchte, der muss unabhängig sein, muss Fachkräfte haben, muss Experten haben, muss sich auskennen mit der Produktion von Maschinen. Und deswegen erwähnt das Allah Ta'ala so ausführlich. Und so konnten sie ihn weder überwinden, noch konnten sie ihn durchbrechen. Also es war wirklich Perfektion gewesen. Wenn ich etwas herrschte, dann richtig. Keine halben Sachen. Wie wir es heutzutage machen. Und dann sagte er, und er führte es auf Allah zurück. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي. Er sagte, das ist eine Barmherzigkeit von meinem Herrn.
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn in sich zusammensinken, diesen Wald. Also mit anderen Worten, es wird eine Zeit kommen, wo ihr Jujuj und Majujuj wieder Unheil stiften können. Wann ist die Mongolen? Könnte sein. Wäre möglich. Es könnte jemand einwenden, ja, aber die Alamat al-Sa'a al-Kubra, die kommen doch sozusagen alle hintereinander. Diese großen Zeichen des jüngsten Tages. Was sind schon ein paar Jahrhunderte in der gesamten Menschheitsgeschichte? Gar nichts. Wir wissen es nicht. Es könnten die Mongolen gewesen sein. Es können aber auch Menschen sein, die noch kommen werden. Wir wissen es nicht. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي. Das ist eine Barmherzigkeit von meinem Herrn. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn in sich zusammensinken. Und das Versprechen meines Herrn ist wahr. Und das ist das, was wir verinnerlichen müssen. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّ. Einige sagen, ja, diese Geschichte hört sich so merkwürdig an und wann soll das denn bitte schon sein und wo sollen diese Völker leben? Die wissen es nicht genau. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّ. Ich als Muslim, ich akzeptiere die Worte Allahs und ich weiß, wenn Allah etwas verspricht, dann wird es eintreffen. Früher oder später. Ob ich das miterleben werde oder nicht, ich weiß, es wird geschehen. Ich habe keine Zweifel daran. Und Dhulqarnayn hatte keine Zweifel daran. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam stieß ich ab, inshallah. Er hat in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim dann auch noch einmal die Araber insbesondere gewarnt vor Ya'juj und Ma'juj. Und zwar überliefert Bukhari und Muslim von Zainab bint Jahsh, der Ehefrau unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die sagte, استيقظ النبي sallallahu alaihi wa sallam من نومه. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam stand auf aus seinem Schlaf, wurde wach, وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ. Und er war ganz rot im Gesicht. وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Es gibt kein, er sagte, es gibt keinen Gott außer Allah. وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اِقْتَرَبْ. Wehe den Arabern vor etwas Bösem, was nahe ist. فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا وَحَلَّقْ. هكذا 90 حلق 90. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, von diesem Wall, ja, von Ya'juj und Ma'juj ist heute so viel geöffnet worden. Qultu, ich fragte die Frau von Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja Rasulallah, o Gesandte Allahs, anahlik wa fina salihun, werden wir etwa vernichtet werden und zugrunde gehen, obwohl unter uns Fromme sind? Was sagt er sallallahu alaihi wa sallam? إِذَا كَثُرَ الْخَلَفِ. Ja, wenn viel Unheil und wenn viel Schlechtes sich verbreitet. Subhanallah. نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَلَفِ. Guck mal, subhanallah, heutzutage, damit schließen wir ab, wir sind fertig. Heutzutage, subhanallah, man fragt sich, wie kann das sein? Es gibt so viele Moscheen, so viele fromme Leute, fromme Männer, fromme Frauen, die machen Dua. Und trotzdem haben wir überall Kriege, so viele Menschen sterben in unseren Ländern, so viel Unrecht, was geschieht, wie kann das sein? إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ. Wenn sich das Unheil verbreitet. Schaut euch ja unsere Gesellschaft an, kaputte Gesellschaften. Das ist leider so, muss man einfach offen sagen. So viel Unheil, was sich in unseren Gesellschaften wirklich regelrecht verankert hat. Korruption auf allen Ebenen. Ich meine, auch wenn es fromme Menschen gibt und gute Menschen gibt, Alhamdulillah, Menschen, die wir als Vorbilder sehen, wo wir sagen, Masha'Allah, sein Dua wird hundertprozentig erhört, ja. Aber trotzdem, werden wir zugrunde gehen, obwohl unter uns fromme Menschen sind, ja. Wenn sich mehr Schlechtes verbreitet als Gutes, dann geschieht das. Und wir leben genau in solch einer Zeit. Möge Allah Ta'ala und unsere Situation ändern, ja Rabbi. Und jeder muss bei sich selbst anfangen. Jeder muss bei sich selbst anfangen. Wir können immer den anderen die Schuld geben. Lass uns bei uns selbst anfangen, inshallah. Auf dass sich wenigstens ein bisschen etwas verändert. Selbst wenn wir nicht die ganze Welt verändern können, vielleicht können wir unseren Bezirk, unsere Familie, fangen wir mit unserer Familie an, unsere Familie verändern. Unseren Hai, ja, unseren kleinen Kiez. Ja, fangen wir da an. Ich muss nicht extra irgendwie an dem Ganzen, ich muss nicht wie Dhulqarnayn gleich an den Westen und Osten denken. Ja, ich bin nur ein kleiner Mensch. Ja, ich habe nicht viel Einfluss. Ich bin kein großer Politiker, kein Präsident. Ja, ich kann nicht viel machen. Aber du kannst wenigstens bei dir beginnen. Bei dir, bei deiner Familie, ja, dann deine Großfamilie,
deine Freunde, deine Moschee, dein Bezirk. Da kannst du schon sehr viel bewirken. Sehr, sehr viel bewirken. Und seid euch sicher, wir können als Muslime hier in Berlin vielleicht dafür sorgen, dass wir hier ein kleines Paradies auf Erden haben. Ja, können wir. Ich habe heute mit einem Bruder gesprochen, der im Ausland lebt. Also ich sage jetzt nicht, wer das ist, ich schaue einfach dran. Der ist gerade in einem muslimischen Land. Und er meint, subhanallah, ich habe diese Jama'a hier in Berlin so vermisst. Er ist in einem muslimischen Land, wo er fünfmal am Tag Adhan hört, alles. Aber er meint, ich habe das vermisst hier. Obwohl ich in einem muslimischen Land lebe, habe ich aber nicht einfach diese Gemeinschaft, wie ich sie hier habe. Und diese Gemeinschaft habe ich vermisst. Und deswegen, ja, ich kann nicht alles verändern, aber ich kann zumindest meine Umgebung verändern. Und mich selbst. Und damit sollten wir beginnen. Ja, das ist meine Aufgabe. Allah wird mich nur danach befragen. Er wird mich nicht wie Dhul-Qarnayn nach der ganzen Welt befragen, ja, sondern er wird mich nur danach befragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft dazu geben. Amin, ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.